Ja, willkommen zur heutigen Pokémon-Bewertung. Und heute zu Flamara, wo ich sagen muss, dass es sehr, sehr schade ist, dass dieses Pokémon enorm viel Potenzial verschenkt hat. Wie gesagt, sehr, sehr schade, da wäre viel drin gewesen, weil es hat einen echt sauhohen Angriffswert. Jetzt seht ihr, 130er Wert ist beim Angriff. Es gibt ein großes Problem, ein wirklich großes Problem. Das ist, dass Flamara kaum gute physische Angriffe lernt. Das ist auch keine Step-Attacke. Seine beste Feuer-Step-Attacke ist Feuerzahn. Damit hat es das gleiche Problem wie Entei, nämlich dass eine starke physische Feuerattacke fehlt. Und warum sie in Generation 5 dachten, Nitro-Ladung mit einer lächerlichen Stärke von 50 würde das kompensieren, weiß ich nicht. Weil, ihr müsst euch überlegen, all diese vier beinigen Pokémon haben riesige Probleme aufgrund dessen, dass sie keinen Feuerschlag können. Das hat man sich echt eine Alternative einfallen lassen. Und zwar nichts, was diesen bescheuerten Rückstoßschaden hat, wie Flammenblitz oder Stromstoß etc. Da muss man sich wirklich mal eine Alternative für physische vierbeinige Pokémon einfallen lassen. Gut, jedenfalls zu den Fähigkeiten Adrenalin, das macht's noch krasser. Bei einem Statusproblem erhöht sich Flamaras Angriff nochmal in 50%. Das heißt, dann ist es ein Biest. Einfach nur ein Biest, was physisch angefangen wird. Zwar ist es langsam. Das ist wirklich ein großes Problem. Und gut, Feuerfänger ist klar, Feuerimmunität, aber ja. Als Feuer-Pokémon langsam zu sein, kann man sich nicht wirklich leisten. Das ist wirklich ein Problem. Aber gut. Und es gibt zwei Arten. Ich persönlich versuche immer noch, ihn mit Offensive zu spielen. Man könnte ihm ein frohes Wesen geben, minus Spezialangriff plus Init, damit da ein bisschen was rauskommt. Und dann, gut, einfach Feuerzahn geben als Stab-Attacke ist nicht die beste, die 100% Genauigkeit, aber einfach geben, zusammen mit Adrenalin, Kraftkoloss, Schaufler und Rückkehr. Damit hat man immerhin vier physische Angriffe irgendwie rein getan. Immerhin kann das Gesteins-Pokémon mit Kraftkoloss und Schaufel erledigen. Und zudem noch ein Heißorb. Da nimmt Flamara zwar stetig Schaden, was nicht ganz so geschickt ist. Aber es sollte auch alles mit mehr oder weniger einem Schlag erledigen können. Das würde ich wieder das Problem, die Init. Wenn die Init höher wäre, wäre das eine ganz gute Option sogar. Aber so wie die Init halt steht, wird es schwierig. Es gibt auch die Möglichkeit, ihn eher defensiver zu spielen mit einem stillen Wesen, minus Angriff plus Spezialverteidigung, weil er eben die Init wirklich nicht braucht. Quatsch, den Angriff einfach nicht gut benutzen kann dann. Dann als einzige an offensiver Attacke Flammenwurf geben, zu dem Toxin in der Defensive, Scanner und Wunschtraum. Wunschtraum kriegt, wie gesagt, Evoli, wenn man das von einem Mineko-Part. Und wie gesagt, dann spielt man ihn eher defensiver und versucht sich so zu schützen. Ist auch eine Möglichkeit. Ich finde es jedenfalls schade. Flamara ist sehr viel verschwendetes Potenzial. Ich hoffe, man zeigt sich in der nächsten Generation endlich einsichtig und gibt eine gute Alternative zu Donnerschlag, Feuerschlag und Eissieb, die nicht gerade Feuerzahn, Eiszahn oder Donnerzahn ist oder Rückstoßschaden hat. Willkommen zurück bei Pokémon Weiße Edition 2. Im letzten Part haben wir hier den ersten Bereich vom weißen Baum hier betreten. Und nun wird es Zeit, dass wir die weiße Baumhöhle hier abschließen. Sei gegrüßt, der weißen Baumhöhle, Anfänger. Wie ich sehen kann, wurdest du also vom Torwächter für würdig befunden. Da zeig mir mal, was du drauf hast. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Also los, jetzt lass uns kämpfen. Ja, was würde ich sagen, an sich ist diese Baumhöhle, beziehungsweise das schwarze Hochhaus, ähnlich auch gemacht wie der Duellturm, nur halt mit mehr Ingame-Inhalt. Duellturm gibt es ja nicht mehr. Wo die Trainer nichts anderes zu tun haben, als da zu stehen und zu warten, bis man kommt, in einer noch hobbyloseren Art und Weise als sonst. Aber gut. Haben wir den Tipp erhalten, dass Kokumarda eines ihrer Pokémon ist. Von mehr wissen wir jetzt allerdings nicht. Okay, Golbit. Da kann ich sehr gut weiterkämpfen, denn Golbit ist ja Geist zum Teil und kann damit durch Knirschere einen schönen Batzen Schaden nehmen. Jawohl. Was ich außerdem in dem Part machen werde, ist, dass ich über die Funktion vom Weißen Wald mich ein wenig
ja, ein wenig unterhalten werde. Dafür aber erst, wenn es soweit ist. So, nach Rollum können wir ganz gut Schaden machen. Nur habe ich gerade den falschen Knopf gedrückt. Aber es ist auch gar nicht so wobei doch ist es. Es ist ziemlich scheiße. Was? Ach, so ein Volltreffer. Ich dachte gerade, das hätte eigentlich nicht sein können, dass das überlebt wird. Weil eigentlich Flammenwurf, das wäre viel besser gewesen, aber gut. Er hat ein ganz gutes Geld dafür, das ist der große Vorteil. Da bin ich jetzt aber baff, damit hatte ich nicht gerechnet. Da will ich dir zum Abschied noch einen nützlichen Tipp mit auf den Weg geben. Auf dem Weg hier bist du doch diversen Trainern begegnet, nicht wahr? Ist dir aufgefallen, dass jeder von ihnen über andere Informationen verfügt? Manche sagen dir, wo der Torwächter ist, manche verraten dir, wo du eine Pflegerin finden kannst. Kämpfer zu gegen verschiedene Trainer, arbeitest so eine Strategie heraus. Also dann, ich freue mich schon darauf, von deinen Großtaten zu hören. Jo. Und damit ist Bereich 1 abgeschlossen. Man kommt übrigens im gleichen Aufzug wieder hoch. Ich weiß gar nicht, ob den anderen niemals benutzt. Caleb, du hast bereits Bereich 1 geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Als Anerkennung möchte ich dir diesen tollen Preis überreichen. Ein Eisen! Ja, man erhält ein Vitamin, mehr oder weniger random, wenn man Bereich 1 schafft. Außerdem kannst du dich jetzt an Bereich 2 versuchen. Ich freue mich jedenfalls schon auf deine nächsten Großtaten. Also bis zum nächsten Mal. Ja, da möchten wir auch gar nicht zögern. Hallo, freue mich, dich zu sehen. Wobei, ich möchte auch mal gucken, sind meine Pokémon geheilt? Habe ich gerade nicht hundertprozentig sicher, müssten eigentlich, ja, klar. Okay. Gut, da können wir jetzt, wie gesagt, loslegen zu Bereich 2. Das sind die ersten 3, machen wir, danach gucken wir weiter. Vielleicht auch schon 4. Okay, wir werden das sogar geheilt werden. Alles klar. Und ja, wir gehen wieder in diesem Aufzug nach unten. Die Regeln haben sich nicht kurzartig verändert, aber wir sind immer noch in einem Art Tutorial, wo immer wieder neue Funktionen erklärt werden, auch von diesem Wanderer. Hm. Oh, du bist also der Herausforderer, von dem alle reden. Alle sind sich einig, dass du ein wirklich vielversprechender Trainer bist. Trotzdem bist du noch ein Anfänger und als solchem gebe ich dir einen Tipp. Du kennst doch den Aufzug hier, oder? Sollte dir hier mal alles über den Kopf wachsen, kannst du mit dem Aufzug zur Rezeption zurückkehren und das Handtuch werfen. Du musst dann zwar leider die hier in dem Bereich verdienten Siegprämien abgeben, aber ein wirklich guter Trainer weiß auch, wann er aufhören muss. Bis zum bitteren Ende kämpfen ist nämlich auch nicht das Wahre. Ja, das heißt, das Geld, was man bekommt, wäre dann futsch. Aber wir sind ja keine Pussys. Entweder ich gehe mit meinem Schiff unter oder ich gewinne. Aber zurückziehen werde ich mich in diesem LP nicht. So, genau, wie funktioniert der Weiße Wald? Der hat ja seit Pokémon Weiß einige neue Funktionen dazu gekriegt. Also, in Pokémon Weiß war die Standardfunktion so, es gibt 30 NPCs, die zufällig im Weißen Wald oder in der Schwarzen Stadt sind. Das sind im Übrigen die gleichen NPCs, also die heißen gleich und tun auch ähnliche Sachen. In der Schwarzen Stadt kämpfen diese NPCs mit einem. Während sie im Weißen Wald dafür sorgen, dass man unterschiedliche Pokémon fangen kann, muss man sich jetzt entscheiden, kämpft man lieber und gewinnt so ein paar Level oder möchte man lieber Pokémon fangen. Da hat dann meistens Pokémon Weiß auch den das Bessere losgezogen, weil natürlich kämpfen kann man schon viele andere Möglichkeiten, aber ja, Pokémon, viele Pokémon kann man eben sonst nicht fangen. Und das ist auch eine Sache, wo ich meinte, dass da Pokémon Weiß echt im Vorteil ist. Also vielleicht war es sogar gar nicht so schlecht, dass man Pokémon Schwarz 2 den höheren Modus gegeben hat, weil sonst wäre vielleicht der am Ende eher im Nachteil gewesen. Weiß ich nicht. Genau. Auf jeden Fall gibt es 30 NPCs. Es können immer nur 10 maximal in der Stadt bzw. im Wald sein. Anfangs wird eine Nummer oder wenn man das jetzt erstmal betritt, wird geschaut, wie lange hat man gebraucht von Spielstart diesen Wald zu erreichen. Dann wird eine Zufallszahl generiert und je nachdem sind viele Trainer hier drin. Ich habe wohl relativ lang gebraucht, denn es sind, wie ihr gesehen habt, nur 2 Trainer hier. Also nicht sonderlich viel. Und wie man sie steigern kann. Und wenn man einen Tag vergehen lässt, ohne mit ihnen zu reden, gibt es minus 5 Wohnungspunkte. Wenn man hingegen mit ihnen redet, gibt das 3. Quatsch, wenn man den Wald betritt, gibt das 3 Wohnungspunkte. Wenn man mit ihnen redet, 10. Also kann man so schon dafür sorgen, dass die Pokémon, dass die Trainer etwas länger erhalten bleiben, muss sie sozusagen hegen und pflegen. Was über dem Konzept nicht ganz so gut gefällt, ist, dass man praktisch gezwungen ist, jeden Tag mit ihnen zu reden.
weil wenn die Wohnpunkte weg sind, dann verschwinden sie auch. Und da werden ihm am Tag, in dem man nicht mit ihnen redet, 5 abgezogen. Beziehungsweise Tagen, an denen man den Weißen Wald nicht betritt. Und das ist schon einiges. Also ob man die Spiele zwingen sollte, jeden Tag zu spielen, ich weiß nicht. Gut, zwingen natürlich in Anführungszeichen, aber ja. Die beste Methode, wie man den Weißen Wald bzw. die Schwarze Stadt erweitern kann, ist es, in der Kontaktebene mit einem anderen Weißen Wald oder einer Schwarzen Stadt Verbindung aufzunehmen und dann dort eben den anderen abzuwerben, täte ich mal sagen. Das funktioniert so, da läuft man rum und spricht mit den NPCs und dann kommen sie zu einem in den Weißen Wald. Das gleiche funktioniert natürlich auch bei der Schwarzen Stadt. Wie gesagt, da muss man sie eben pflegen. Allerdings, wenn dann eben 10 NPCs da sind, können keine mehr dazukommen. Und wenn man dann natürlich Pokémon fangen möchte von NPCs, die nicht da sind, muss man wohl oder übel einen gehen lassen. Aber, ja, das kann man sich noch überlegen, wenn es soweit ist. Hat alles ein bisschen was mit Glück zu tun, aber man sollte auch nicht zu lange an den Einzelnen festhalten, denn jedes bringt nur maximal 2 Pokémon mit. Genau. Und auch die Pokémon, die man letztendlich sehen kann, hängen ebenfalls von Wohnpunkte ab, beziehungsweise die Items, die man bekommen kann. Denn man kann im Weißen Wald nicht nur Pokémon fangen, sondern auch Items bekommen. Alle Achtung, dass du es bisher geschafft hast. Das spricht für dich. Da du das Ganze hier offensichtlich ernst meinst, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich habe mich verlaufen. All meine Pokémon sind K.O. So eine Scheiße. Na, kennst du dich wieder? Dann habe ich die perfekte Lektüre für dich. Aus das 1x1 der Expedition, Ausgabe zu Einhards Härtetest. Drücke den X-Knopf und die Schaltfläche Rückzug erscheint, wenn du sie drückst, kehrst du zurück zur Rezeption. Natürlich geht deine Herausforderung für diesen Bereich dann aber als gescheitert, also sieh dich vor. Also als Torwächter freue ich mich schon sehr auf deinen Besuch, bis bald. Ja, das ist der Torwächter, der uns begrüßt. Das heißt, wir wissen sogar, wie er aussieht. Denn ich zeig's euch ganz kurz, hier ist Rückzug. Wie gesagt, wir sind keine Pussys, brauchen wir nicht. Achso, jetzt kann ich meinen Detektor nicht mehr auswählen. Weil ich... ich dachte, ich darf ja keine Items benutzen. Okay, gut. Fühle mich halt ein bisschen komisch, wenn der Detektor nicht mehr da ist, aber ja. Genau. Und jetzt kann ich einfach mal die Liste vorlesen von den 30 NPCs. Und wenn ihr mit ihnen redet, erscheint ja der Name. Das sind die NPCs, worüber es geht. Die NPCs, die keinen Namen am Anfang von ihrer Textbox haben, sind auch nicht wichtig. Die wichtigen sind die, wo man am Anfang den Namen sieht. Also, wenn Manfred als NPC erscheint, kann man im hohen Gras Taubsi finden und im Wasser Gehweiher. Als Item kann man Sternstaub bekommen, dafür sind 30 Wohnungspunkte notwendig. Wenn man Sibylle als NPC hat. Wobei, wisst ihr was, ich mach's anders. Und zwar werde ich immer nur die Pokémon vorlesen, die im Gras variieren. Denn das sind schon eine Menge. Und das Wasser werde ich dann zusammenfassen. Also wenn man Sibylle als NPC hat, taucht im Gras Faumpel auf. Und als Item findet man einen Pokéball. Hierfür sind 70 Wohnungspunkte notwendig. Das hört sich für mich nach einem ziemlichen Whip-Off an. Ich meine Faumpel und ein Pokéball. Naja. Gut. Wenn man als NPC Selim hat, ist das schon der Torwächter? Ja, okay. Trotzdem werde ich natürlich gegen die anderen kämpfen. Ich habe das Tor ja auch noch gar nicht gefunden. Ja, wenn man Selim als NPC hat, kommt im hohen Gras ein Nebulak und als Item kriegt man Minipilz. 30 Wohnungspunkte notwendig. Hat man den NPC Andrea, kommt ein Hauptspross im hohen Gras und man bekommt als Item Steinknochen. 70 Wohnungspunkte notwendig. Beim NPC Berno taucht eine Leckhit im hohen Gras auf. Und wobei man das natürlich so im Spiel fangen kann. Also, ja, das war eher für Schwarz und Weiß gut gedacht. Und man bekommt es halt im Superball. 30 Bonuspunkte notwendig. Beim NPC Frieda, ja. Der NPC da ist Frieda. Kommt ein Togepi im hohen Gras und man bekommt einen Wieder. Und das Item ist Wiederball. Wohnungspunkte 70. Beim NPC Yu, dem Chinesen wahrscheinlich, ein Macholo. Was ja in Schwarz und Weiß erstmals nicht im Dex war. Relativ erstaunlich, weißt du natürlich auch bei Kleinstadt Carpador oder Zubat, aber gut.
kann man das, wie gesagt, in Marciolo und als Item Flottball. 30 Wohnungspunkte notwendig. Nicht auf dem Berg und nicht im Kampf. Also, kurzer Cut hier. Ich gebe auf, dass du so stark bist, ist ein echter Schock für mich. Ich öffne jetzt das Tor für dich. Ja, wie gesagt, das müssen wir noch finden. Aber so weit weg kann es doch nicht sein, weil diese Bereiche sind noch nicht so groß. Viel Glück bei der Suche. Alles klar, das ist nett von dir. Den Arzt haben wir auch noch nicht gefunden, aber ja. Genau, beim NPC Mira taucht dem Gras ein Bummels auf und das Item Blattstein. 70 Wohnungspunkte notwendig. Beim NPC Alejandro erscheint Scheinungsmundgras. Ein Asadikus, ein Purpurstück, 30 Wohnungspunkte notwendig. Beim NPC Joe kommt ein Magbier-Mondgras, ist erneut eher für Schwarz und Weiß gedacht. Und ist ein Schwarz, wenn man es erfangen kann. Item gibt es einen Feuerstein, 70 Wohnungspunkte notwendig. Beim NPC Svetlana taucht ein Magnetilo auf. Als Item Grundstück 30 Wohnungspunkte notwendig, ja. Das sind dann natürlich, Magnetilo kann man auch schon fangen. Beim NPC Jekaterina, ich nehme an, dass man sie so ausspricht. Es scheint ein Trassler im hohen Gras und man bekommt es einem Sonnenstein. 80 Wohnungspunkte notwendig. NPC Fernando taucht den Staralili im hohen Gras auf. Man bekommt das Item einen ovalen Stein. 30 Wohnungspunkte notwendig. Beim NPC Anke taucht ein Azuril im hohen Gras auf. Und man bekommt einen Leuchtstein. 80 Wohnungspunkte notwendig. Das ist natürlich der Leuchtstein, das deutlich bessere Item, sage ich mal. Okay, ich bin sogar schon da. Kein Arzt diesmal. Doch, da wird er rechts sein, nicht wahr? Alles klar, eine Ärztin. Ja, genau. Weil man natürlich hier Azuril auch so schon bekommen kann. Auch wenn es länger dauert mit dem Züchten und so, aber gut. Der NPC Herbert lässt ein Knospi im Gras erscheinen und gibt das Item Honig. 20 Wohnungspunkte notwendig. Ja, zu Recht ziemlich wenig, weil Knospi kann man fangen am Hain der Täuschung. Und Honig bekommt man auch relativ günstig im in der Angriffspassage. Es bringt einem außer Verkaufen auch nichts, also naja. Gut, bei dem NPC Iphigenie, lustiger Name, ein Mirapla, was ja auch nicht im Einhalt-Dex ist, und das Item Herzschuppe, 30 Bonuspunkte. Ja, Herzschuppe kann man auch hier täglich an anderen Orten holen, aber okay. NPC Thomas gibt es einen Voltilab im hohen Gras und einen Pokéball, 70 Bonuspunkte notwendig. Ja, warum Pokéball immer bei 70 Bonuspunkten kommen, weiß ich nicht. Voltilab ist jetzt auch nicht so selten, also naja. Wie gesagt, es war eher bei Schwarz und Weiß angelehnt, weil man da eben dies noch keinen alten Pokémon überhaupt fangen konnte. Beim NPC Elias gibt es ein Stolunio im hohen Gras und das Item Riesenpilz. 70 Wohnungspunkte notwendig. Beim NPC Kara kommt eine Kammer Klofenster im hohen Gras und man hat das Item ein Nestball bekommen. 30 Wohnungspunkte notwendig. Beim NPC Moja ein Zamurzel im hohen Gras und einen Hyperball als Item. 30 Wohnungspunkte notwendig. Gut, Leute, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut. Morgen und übermorgen geht es dann weiter mit dem nächsten Part. Da werde ich dann die NPC-Liste komplementieren gegen den Trainer hier oder ja, oder die Trainerin kämpfen. Meistertrainer, Meistertrainerin. Oder Cheftrainer, Cheftrainerin, was auch immer. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Da werde ich auch ein paar neuere Funktionen beschreiben. Also bis dann.